Hey Leute, what's up? Ich bin's Conan, euer TechNews mit eurem Technikkanal hier auf YouTube. Und heute geht es darum, auf welche Produkte sich 2014 die deutsche Technik-YouTube-Community so freut, beziehungsweise ein Teil der deutschen Technik-YouTube-Community. Ich weiß, 2014 ist nicht mehr ganz so frisch und es wurden auch schon einige Produkte vorgestellt, wie zum Beispiel das Galaxy S5. Aber dieses Video hat einiges an Koordination und was weiß ich was erfordert, deswegen hat es halt ein wenig länger gebraucht. Und jetzt darf der Felix gleich mal anfangen. Hi, ich bin der Felix vom YouTube-Kanal Felix Bar und die Hardware, auf die ich mich im Jahr 2014 wohl am meisten freue, wird das iPhone 6 sein. Denn die Sache ist die, das iPhone 5S war eines der besten Smartphones komplett von 2013. Das steht außer Frage. Nur, es gibt einen einzigen Grund, warum ich persönlich dieses Gerät, obwohl ich es besitze, nicht als mein Haupttelefon benutze zurzeit. Und das ist das winzig kleine Display von nur 4 Zoll. Weil man sieht einfach im Vergleich zu den anderen Geräten, die aktuell so auf dem Markt sind, sind 4 Zoll ganz schön wenig und ich bin auch nicht der Einzige, dem das so geht und deswegen wird Apple gezwungen sein, mit dem nächsten iPhone, also dem iPhone 6, in die Richtung, also was Displaygröße angeht, auf jeden Fall mal nachzuziehen. Viele Leute spekulieren, dass es ein 4,5 Zoll bis 4,7 Zoll Display geben wird. Manche Leute sagen auch, dass es zwei iPhone-Modelle geben soll, also ein kleineres und noch ein größeres 5,7 Zoll iPhone Phablet und ich würde sagen, da kann man einfach mal auf jeden Fall sehr gespannt sein, was Apple da macht. Denn Fakt ist, viele Hersteller, wie jetzt zum Beispiel Samsung, haben mit dem Samsung Galaxy S5 oder ihren aktuellen Flaggschiffen jetzt einfach bisher nicht so sehr auf die Kacke gehauen im Jahr 2014 und Apple hat jetzt die Chance, da so richtig wirklich alles wegzupusten und da kann man einfach mal gespannt sein und abwarten, was sie da machen werden. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und bin sehr gespannt, wie das iPhone 6 aussehen wird. Hi, ich bin Felix vom Blog boys.se.de und meine Technik-Highlights für 2014 sind die Wearables, also die schicken kleinen smarten Geräte, die sich alle irgendwo mit dem Smartphone verbinden lassen. Da gibt es ja schon sehr interessante Ansätze von Samsung beispielsweise, die Smartwatch oder auch die Apple Watch. Und was für mich momentan so das Interessanteste ist, sind Google Glass. Ganz einfach, weil man hier schon alle Informationen im Sichtfeld immer mit drin hat und nicht wie bei einer Smartwatch noch erst drauf gucken muss, was dann auch wieder durchaus ablenken könnte. Es hat sich dieses Jahr da auch schon ein bisschen was getan. HTC hat für Ende des Jahres neue Smartwatches angekündigt, von denen der Akku besser sein soll, Display soll besser sein. Warten wir es mal ab. Aber zugegeben, die großen klobigen Dinger von Samsung will keiner wirklich großartig einen Tag lang rumtragen. Auch von einem Startup in München gibt es einen sehr interessanten Ansatz mit Bluetooth-Kopfhörern, die dann auch noch alle möglichen Sensoren mit haben. Für Läufer sehr interessant, was man damit alles machen kann. Apple hat ein Patent drauf angemeldet, ist auch sehr witzig. Und dementsprechend mal gucken, was da dieses Jahr noch so alles auf uns zukommt. Hey Leute, ich bin Max und ich habe den YouTube-Kanal Epic Reviews und da gibt es so ein paar cinematische Technik-Reviews und mein Top-Tech 2014 wird die Panasonic Lumix GH4 sein. Warum eine Panasonic Lumix? Du bist doch Canon-Fan, mögen mich vielleicht manche fragen, die mich jetzt kennen. Aber die Panasonic Lumix GH4 ist jetzt nun mal eine der Kameras oder die Kamera, die als erstes 4K-Video auf den Markt bringen wird, zumindest in DSLRs. Es gibt ja schon manche andere Camcorder. Das Geile hierbei ist, dass diese DSLR, die auch noch spiegellos ist, wirklich den Fokus nur auf Video oder zum Teil nur auf Video hat. Fotos kann man natürlich damit auch machen, wie mit jeder anderen DSLR. Aber man merkt halt, dass Lumix bzw. Panasonic so in diese Richtung von Video-DSLR-Film gehen möchte. Das Besondere ist hierbei, wie schon erwähnt, die 4K-Cinema-Auflösung, also wirklich 4096x2160 Pixel. Das sind glatte 8 Megapixel, mit denen man da Aufnahmen macht. Und das Ganze bei 30 Bildern pro Sekunde. Maximal. Es gibt auch die QFHD-Auflösung, welche bei 3840x2160 Pixeln liegt. Des Weiteren kann die Kamera im Full-HD-Modus 96 Bilder pro Sekunde aufnehmen und es wird eine echt geile Slow-Mo-Funktion werden, wenn die Kamera dann irgendwann mal 2014 rauskommen wird. Da hört das Ganze aber immer noch nicht auf, denn diese Kamera hat auch Farbpresets für den Cinema-Look. Also alle, die das kennen, dass man erstmal wenig Kontrast in den Bildern hat und diesen dann in der Post-Production erst hochdrehen muss, dafür gibt es dann eben diese Presets, die genauso aussehen sollen wie andere Cinema-Cameras.
Als Zubehör gibt es dann ein komplettes Video-Interface, was man wie mit einem Batteriegriff komplett unter die Kamera machen kann. Darauf sind dann Videoregler bzw. Audioregler, die einem Dinge nochmal etwas genauer anzeigen können und mehrere XLR-Anschlüsse. Und das Beste zum Schluss, die Kamera soll nur etwas um die 1200 bis 2000 Euro kosten. Also wieder mal wahnsinnig günstig. Ihr seht also, ich bin auch schon in diesem Pixelwahn verfallen und ich bin echt gespannt, wie das in Zukunft weitergehen wird mit 4K-DSLRs. Ich bin mal gespannt, wie Canon danach ziehen wird, vielleicht mit einer 5D Mark IV, 5D, 4K, keine Ahnung. Und ich bin mal gespannt, wie dann auch die Preise da liegen, weil eine GH4 für 2000 Euro ist immer noch billiger als eine Mark III und eine 5D Mark III, die immer noch so um die 3000 Euro liegt und kein 4K kann. Deshalb die Panasonic Lumix GH4. Mein Favorit für TopTech 2014. Ciao. Und ich setze einfach mal da an, wo Max aufgehört hat. Er freut sich auf die 4K-Aufnahmegeräte wie die GH4. Ich persönlich freue mich eher auf die Bildschirme mit 4K-Auflösung. Ja, ich weiß, es gibt schon einige Monitore, die 4K auflösen können, aber entweder sind die schweineteuer wie Asus oder Dell-Geräte oder sind halt nicht ganz so gut, weil sie einfach nur 30 Hertz darstellen können und das reicht bei einem PC einfach nicht, da ruckelt alles. Samsung hat erst kürzlich ein ziemlich interessantes Gerät vorgestellt, 28 Zoll 4K Auflösung und für 600 bis 700 Euro, das ist bis dato der günstigste, der 60 Hertz darstellen kann. Aber es geht natürlich nicht nur um die Auflösung von 3840x2160 Pixel, sondern es kommt auch auf die Bildqualität an und da die beste Qualität meistens nicht in den billigen Preissegmenten zu finden ist, muss man entweder sehr tief in die Tasche greifen oder bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres warten, um sich einen 4K-Monitor zu kaufen. Aber was hat man eigentlich von dieser krass hohen Auflösung? Natürlich, es kann viel mehr Inhalt dargestellt werden. Das ist einfach perfekt zum Videoschnitt, Bildbearbeitung, was weiß ich was, aber auch zum Zocken, weil einfach alles viel geiler aussieht. Das Bild wirkt einfach in sich sehr viel tiefer und stimmiger, weil es auch nicht so flimmert wie bei 1080p. Natürlich braucht man dann auch eben entsprechende Hardware, um auf 4K zocken zu können. Aber das ist dann eine andere Geschichte. Jetzt würden wir von euch gerne wissen, worauf ihr euch 2014 am meisten freut. Ihr dürft es natürlich sehr gerne in den Kommentaren unten hinterlassen. Links zu den Kanälen von Felix, Felix und Max findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall sehr geile Kanäle, die ein Abo wert sind, wenn ihr sie natürlich nicht schon abonniert habt. Ein Däumchen nach oben würde mich wie immer freuen. Ihr könnt mir auf Facebook und Twitter und was weiß ich alles folgen. Links dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Ich bin's, Colin, euer Tech News. Ciao!